Hi du, ich hoffe, dir geht's gut. Heute machen wir ein sehr leckeres Dessert. Ich mag sowas, weil ich mag eine Mischung aus Keksen, leckerer Creme und Frucht. Und dieses Rezept, oder eigentlich diese Rezepte, die ich immer an uns mache, zeige ich dir. Und wenn du mal sehen willst, wie es geht, dann bleib doch einfach mal dran. Du startest mit Tiefkühl-Heidelbeeren. Und ich mache immer ein bisschen mehr. Weißt du warum? Weil ich gebe die anschließend noch, dann wenn ich diese Soße fertig habe, auf Joghurt in den nächsten Tagen und so, weil die hält sich nämlich im Kühlschrank, denn die im heißen Glas füllt locker eine Woche. Und ich süße das Ganze immer mit ein bisschen Honig. Ja, ich habe jetzt hier einen schönen Honig. Muss jetzt nicht wie bei mir Sorten rein sein, das hat damit nichts zu tun. Und ich gebe da immer so einen Esslöffel von rein. Und dieser Honig gibt dann einfach so eine leichte Grundsüße dabei und das ist immer ganz schön. Du brauchst auch nicht viel Zucker sonst, weil die Beeren werden alle reif gepflückt. Die haben eine Eigensüße und das reicht vollkommen. Jetzt noch ein kleiner Tipp. Immer 50 Milliliter unten reingeben. Warum? Folgender Grund. Wenn du das auf den Herd gibst und zu schnell zu hoch drehst, dann verkochen die, tauen nicht genug auf. Und dann brennt die unten an. Und das willst du nicht. Durch die Feuchtigkeit beugt das vor. Was noch zu beachten ist, Naturheidelbeeren oder Heidelbeeren allgemein, die haben sehr viele Ballaststoffe, das heißt, die dicken an. Ja, du brauchst da keine Stärke zu geben, um eine Soße rauszumachen oder eine dicke Soße rauszumachen. Die dicken von Natur aus an und kochst einmal so eine schöne, dickliche Masse ein. Ja, und mehr ist es eigentlich schon nicht bei der Sache hier. Während die Soße jetzt anfängt zu kochen, nimmst du einmal Mascarpone. Ja, ich weiß, ist jetzt nichts Gesundes, aber muss ja nicht immer sein. Und das ist nur so ein Rezept, das geht direkt auf die Hüfte. Ne? Also kannst du dir schon mal beibehalten. Das ist jetzt nichts zum Abnehmen. Fängst erstmal an mit einem halben Becher Mascarpone. Das sind ungefähr 125 Gramm. Und gibst dann trotzdem, damit es leichter wird, Naturjoghurt dazu. Außerdem wird es automatisch auch cremiger, wenn du Naturjoghurt reingibst, weil die Mascarpone mir persönlich einfach zu fest ist. So, gibst dann ungefähr 125 Gramm an Naturjoghurt rein und dann darfst du das alles hier einmal vermischen. So, während das alles hier einkocht, habe ich einmal Kekse. Und zwar sind das so Double Cookies zusammengeklebt, also Haferkekse zusammengeklebt mit Schokolade in der Mitte und es ich stehe da aber richtig drauf. Ne? Also da könnt ihr ausflippen. Und ich nehme pro Glas zwei Stück. Reichen auch voll und ganz. Und kannst sie einfach nur fitteln. Das reicht. Die werden eh weich, wenn du es vorbereitest. Ach übrigens, du kannst auch hier als andere Frucht alles andere nehmen. Ne? Du kannst Johannisbeeren nehmen, du kannst Himbeeren nehmen, wird auch super gehen. Brombeeren würden auch gehen, also lass dir da nicht irgendwas einreden oder sowas, das passt ja wunderbar. Nehmen wir mal ein Glas hier. Deine Blaubeersoße ist fertig. Die sieht im ersten Moment, wenn ich jetzt hier die reingeben werde, ich muss mal einen Topf in den Sessel holen, etwas wässrig aus. Lass dich davon aber nicht beirren. Ja, ganz wichtig. Du nimmst das Glas und gibst sie noch heiß nach unten. Dann nimmst du etwas Creme und versiegelst das praktisch. Und siehst jetzt allein schon diesen Effekt hier, ne? Der sieht ja mal richtig, richtig lecker aus. Darauf gibst du dann einen Keks. Ich habe den jetzt geviertelt, dann kannst du den besser raufnehmen. Wenn du den erst zerstechen musst, kannst du machen, finde ich jetzt nicht so glücklich. Darauf gibst du dann wieder zwei Esslöffel an Beeren. Du kannst es auch gerne anders schichten, ne? Also ist es kein Muss. Und wieder etwas Creme. Guck dir das einfach mal an. Wenn du das deinen Gästen zeigst, allein schon von einem optischen her, dann muss es einfach nur lecker schmecken, denken alle. Und das wird es natürlich auch. Und easy peasy, ich habe das jetzt hier in, weiß nicht, 10, 15 Minuten zubereitet und was will man mehr? Ne? Also davon mache ich jetzt für dich ein Foto und einfach nur super, super lecker.
Mach's einfach mal nach, schreib mir einen Kommentar, was dein Lieblingsdessert. Schau mal auf Facebook vorbei, schau mal auf Instagram vorbei und dann würde ich sagen, bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.